Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein neues Review und zwar diesmal zum Action Replay Power Saves von Dartle. Das Ganze ist so eine Art Save Game Manager für den Nintendo 3DS bzw. Nintendo 3DS Spieler. Damit kann man eben 3DS Spiele in den Computer stecken und die Speicherstände bearbeiten. Das wurde auch schon benutzt, um zum Beispiel OOT 3D Hacks zum Primary Entry Point zu machen, aber auf sowas werde ich jetzt nicht eingehen, sondern eher auf die offiziellen Funktionen. Und das ist die Packung. Ich habe die schon aufgemacht, deswegen sieht man hier schon so ein paar Abrissspuren und so. So wichtig ist die auch nicht. Ist einfach nur relativ interessant, wie vollgeklatscht das doch mit irgendwelchen Spielnamen ist. Und Bildern und irgendwelchen Hinweistexten und so weiter. Und soweit ich weiß, werden auch nicht unbedingt mehr alle Spiele so komplett problemlos unterstützt, weil es irgendwie so PowerPoints gibt, die man sich dazu kaufen muss, um dann noch mehr Spiele benutzen zu können, was ein ziemlich fragwürdiges Geschäftsmodell ist. Aber das hier ist der PowerSafe selber. Einerseits so ein Cartridge zu Mini-USB-Adapter. Die scheinen wir auch ziemlich unterschiedliche Hardware zu haben teilweise. Hier kommt dann halt eine Cartridge rein, zum Beispiel Ridge Racer 3D. Und das kommt dann in den Computer stecken, die Software von Dartle runterladen und dann damit Spiele auslesen. Die Qualität davon ist eher billig, also die Plastikhülle hier fühlt sich zwar nicht unbedingt sehr unstabil an, aber fühlt sich zumindest billig an. Das Kabel hier hat noch Monate lang ziemlich chemisch gerochen, inzwischen ist es allerdings ein bisschen besser geworden. Und dann gibt es jetzt einen kleinen Schnitt und es geht am PC weiter. Und da sind wir auch schon wieder. Ich werde den Power-Save jetzt in den PC reinstecken. Der wird dann direkt erkannt und man kann dann direkt ein Spiel einstellen. Bei der ersten Installation muss man hier noch in den Optionen so einen Produktschlüssel angeben. Man kann sich da auch registrieren und so. Aber das ist alles nicht unbedingt nötig. Hier oben kann man dann PowerPoints hinzufügen, um noch mehr Cheats freizuschalten. Aber die meisten Spiele, oder die meisten nicht, Pokémon-Spiele, bei denen ist das Ganze nicht nötig. Ich persönlich bin auf kein Spiel gestoßen, bei dem man PowerPoints braucht. Und dann werde ich mal ein Spiel reinstecken. Es werden offiziell nur 3DS-Spiele unterstützt. Die Software kann auch nur 3DS-Spiele, aber es gibt so ein bisschen Drittsoftware, die allerdings nicht so einfach zu benutzen ist, mit der man auch die DS-Spiele benutzen kann. Und hier sehen wir schon einen ziemlich großen Nachteil. Und so wird hier ständig Werbung für irgendwelche anderen Dartle-Geräte eingeblendet. Da muss man hier ständig auch vielleicht später drücken. Aber jetzt ist hier schon ein Spiel drin, und zwar Ridge Racer 3D. Da gibt es hier einen Power Saves, also einen Speicherstand, der den kompletten alten Speicherstand überschreibt. Und einen Code. Also nicht ganz so viel. Man kann noch eine Sicherungskopie machen. Aber insgesamt haben doch schon sehr viele Spiele irgendwelche Codes. Zum Beispiel auch Bravely Second. Da gibt es zwar keine fertigen kompletten Speicherstände. Aber es gibt einige Möglichkeiten, die Speicherstände zu bearbeiten. Zum Beispiel hier maximal das Geld, alle Jobs freigeschaltet und so weiter. Also, da schon einige Möglichkeiten. Kommen wir mal zu einem weiteren Spiel über Smash Bros. 3DS. Da habe ich auch schon ein Backup gemacht. Da kann man hier einfach eine Sicherungskopie erstellen, einen Namen eingeben und dann hat man hier das Backup. Das kann man hier auch, wenn man das auswählt, wieder laden. Einfach wieder auf das Modul schreiben. Da gibt es auch keine kompletten Saves, aber zumindest hier so ein paar andere Codes. Jetzt nehme ich mal ein etwas unbekannteres Spiel, Spy Hunter. Da bekommt man hier direkt den Hinweis Unsupported Game, weil es dafür weder Saves noch Codes gibt. Das gleiche gilt übrigens für Transformers Prime. Dafür gibt es auch keine Saves und keine Codes. Also so kleinere Nischenspiele werden eher nicht unterstützt. Vielleicht nochmal Xenoblade Chronicles X, was hier nur 3DS exklusiv ist. Da gibt es einen kompletten Speicherstand und auch noch so ein paar andere Codes. Also das ist auch noch ganz gut. Und dann kommen wir zum letzten Spiel, und zwar Pokémon Super Mystery Dungeon.
Da gibt es eine ganze Menge fertige Speicherstände und auch noch einen Code. Also, Pokémon-Spiele werden im Allgemeinen ziemlich gut unterstützt. So relativ bekannte auch noch ganz gut. Eher unbekannte wie Ridge Racer oder so dann schon weniger. Und Nischenspiele wie zum Beispiel Spy Hunter oder Transformers Prime gar nicht. Wenn du noch mehr getestete Spiele sehen willst, findest du auch noch einen Link in der Videobeschreibung zu einem schriftlichen Review. Da sind noch ein paar mehr Spiele getestet worden. Zum Beispiel Majora's Mask, Donkey Kong Country Returns und New Super Mario Bros. 2. Aber ansonsten kommen wir auch schon zum Fazit. Verglichen mit dem RVI Safe Dongle kann der Power Sales deutlich mehr, weil er eben nicht nur Spiele kopieren kann, sondern auch Sachen wirklich, oder weil hier direkt Cheats und fertige Speicherstände angeboten werden. Und das Ganze funktioniert auch mit so ziemlich allen 3DS-Spielen. Allerdings ist die Werbung hier in der Software ziemlich nervig und ich finde dieses Geschäftsmodell mit den PowerPoints gerade so für jüngere Leute ziemlich fragwürdig. Aber ich musste bisher für keinen 200 Spiele PowerPoints hinzufügen, von daher ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Es gibt auch bei vielen Spielen Pause-Saves und Codes. Und die Hardware unterstützt auch DS-Spiele. Wobei ich nicht weiß, warum die Software keine DS-Spiele unterstützt. So viel mehr wäre dafür eigentlich nicht nötig gewesen. Es ist auf der Website teilweise ein bisschen schwer, den Software-Download zu finden, weil in dem Produkt selber nur ein Link zu einer Anleitung steht. Und die 3DS-Spiele werden irgendwie noch ein bisschen verschlüsselt oder so gespeichert, also ein bisschen unnötig. Aber das war's dann auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du dich gerne in den Kommentaren einbinden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao!